Hallo, in diesem Video geht es um zusätzliches Arm- und Schultertraining. Ja oder nein, sollst du das machen? Wenn ja, welches? Wenn du wissen möchtest, was ich dazu sage, schau dir das Video bis zum Schluss an. Wenn du zum ersten Mal auf unserem Kanal bist und immer wieder auf der Suche nach Wissenswertem oder Tutorials zum Thema Pole Dance, abonniere für wöchentliche Videos am besten gleich unseren Kanal. Zunächst einmal vielen lieben Dank an die Lisa, weil das heute ist ein Auftragsvideo, weil die Lisa mich gefragt hat, wie kann sie ihre Arme und Schultern trainieren, um bei Pole besser zu werden. Jetzt stellt sich zunächst einmal die Frage, macht es wirklich Sinn, die Arme, also Bizeps und Trizeps, zu kräftigen, um bei Pole besser zu werden? Macht dich das wirklich maßgeblich kräftiger an der Pole? Na, wenn ich schon so blöd frage, wahrscheinlich eher nicht. Warum? Der Bizeps ist ein Armbeuger und ist das für das Beugen des Arms verantwortlich. Der Trizeps ist der Armstrecker und, wie der Name schon sagt, für das Strecken des Arms verantwortlich. Beide Muskeln sind natürlich bei dem, was wir tun an der Pole, immer mit dabei, aber nicht hauptverantwortlich für das, was wir tun. Die eigentlichen Mover in unserem Sport sind der Latissimus dorsi, der große Rückenmuskel bzw. die allgemeine Rückenmuskulatur, deine Bauchmuskulatur und deine Brustmuskulatur. Jetzt denkst du dir sicher, was redet die? Watch the demo. Bei den Bizeps Curls wird, wie in diesem Beispiel, der Bizeps relativ isoliert trainiert und, wie man gerade sieht, wenn man das Gewicht erhöht, sieht man dann ziemlich genau, wie sich der Bizeps quält. Beim Latzug arbeitet der Bizeps natürlich auch mit, aber der große Rückenmuskel wirkt tatkräftig. Das Gewicht ist das gleiche wie vorher bei den Bizeps Curls. Jetzt am Latzug relativ leicht zu schupfen und jetzt nach Gewichtserhöhung, wie gesagt auf das gleiche Gewicht wie vorher bei den Bizeps Curls, sieht man, es ist zwar auch schwer, aber noch immer machbar, was vorher bei den Bizeps Curls überhaupt nicht gegangen ist. Ich hoffe, dieses Beispiel veranschaulicht dir ein wenig, was ich damit sagen wollte. Aber tatsächlich bewegt dich dein Lat, deine Brustmuskulatur und deine Bauchmuskulatur. Also das Fazit von der Sache, wenn du zusätzlich trainieren möchtest, musst du dich um die großen Muskelgruppen kümmern und die kleinen sind nämlich sowieso dabei. Und nun zu den Schultern. Ja, Schultertraining ist supi, gut und wichtig. Und zwar in Form der Kräftigung der Rotatorenmanschette, die für die Stabilisation deiner Schulter verantwortlich ist. Wir hängen extrem viel an den Armen, ergo an den Schultern und stützen unser ganzes Gewicht hier auch. Unsere Schultern sind aber dafür definitiv nicht gebaut, warum es auch immer wieder zu Verletzungen kommt. Und das leider Gottes meistens dann, wenn zu früh zu schwere Dinge trainiert werden, wofür dein Körper noch nicht bereit ist und deine Schultern noch nicht kräftig genug. Das heißt, Schultertraining macht definitiv Sinn hinsichtlich der Verletzungsprophylaxe und der Sicherung der Stabilisation der Schulter. Und wie die Kräftigung definitiv ausschauen sollte, das zeige ich dir beim nächsten Video. Wenn dir unser Video gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe einen Kommentar, teile es mit deinen Freunden, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Pussy, Papa.